Medics. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Herzlich willkommen hier zu Car Drivers, glaube ich, heißt es. Ich trinke noch einen ganz kurzen Schluck und dann stelle ich euch den Lamborghini Reventor, heißt der? Revento? Keine Ahnung, hab den Namen vergessen. Ein wenig vor. Ja, vom Innendesign. Wie sieht das Ding aus? Fantastisch. Sieht super geil aus. Schauen wir mal nach. Von außen ist ein 1:1 Nachbau. Sieht fantastisch aus. Die Farbe ist jetzt nicht so mein Ding, aber ist eigentlich ganz okay. Machen wir das Ding nochmal an. Wie geil sieht die Anzeige bitte aus? Die reagiert übrigens komplett. Also sie ist interaktiv. Das sieht fantastisch aus, das Ganze. Und ja, schnallen wir uns mal an, lösen mal die Handbremse und lassen das Tier einfach mal Tier sein. Okay. Lassen wir das Tier einfach mal Tier sein. Wow, Wolkbrauner. Das Ding muss man echt bändigen können. Es ist eine Bestie, ich sag's euch, Leute, ohne Mist. So ein Ding, ja. Wir fahren hier mit keine Ahnung wie viel Dollar oder Euro rum. Das Ding ist wirklich brutal. Wir werden jetzt Richtung Autobahn fahren. Das heißt, wir müssen umdrehen. Ich liebe dieses Gluggern. Das hört sich total geil an. Hoffentlich wird auch mal hier grün. Ups. Wir sind hier ein bisschen zu schnell, glaube ich. Maximal 20 dürfen wir fahren, aber ich hatte eh vor hier. Dieser Mod ist einfach total geil. So, da ich ja nur drehen will, nutze ich jetzt einfach mal die Einfahrt hier, um zu drehen. Ach ja. Ah, scheiße. Na komm. Wow. Halt. Motorway ist auf der rechten Seite. Ich liebe dieses Auto, ohne Mist. Ich weiß nicht, ob es sich in echt auch so anhört. Aber falls ja, geht es hier zum Speedway. Gleich hier lang. Ich habe keinen Schimmer jetzt, wo die verkackte Autobahn hin ist. Das ist natürlich jetzt doof. Thank you.
glaube, der wird die ganze Zeit überholen. Ja, wir finden das schon auf jeden Fall. Hatte ich vor, jetzt in diesem Spiel immer mehr Mods vorzustellen, wie jetzt auch diesen neuen Lamborghini hier. Jetzt werden wir nochmal nachgucken, was das Ding so leistet. Und wir geben mal Gas. Er hält sich verdammt stabil auf der Straße. Sieht gut aus. Wow, was macht der Bus denn da bitte? Was war das für eine Aktion von einem Bus? Na, sag mal. Entschuldigung. Hi. Können wir echt froh sein, dass wir nicht in echt hier drin sitzen. Was war denn das? Achso, ja. Oh Mann, hä. Überall stehen die Autos hier im Weg. Geil, gerade schön rutschende Reifen gehabt. Okay, man bleibt an Sachen hängen, die gar nicht mal so offensichtlich sind. Ja, ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Mod haltet. Ich finde diesen Mod einfach nur super genial. Gibt's auch Verfolgungsjagd? Nein. Schade. Entschuldigung. Könnten Sie mal mein Heck loslassen? Danke. Hallo. Hören Sie auf, mich zu vögeln. Sagen Sie doch mal, was soll denn das? So typisch GTA-like hier. Willst du ein Rennen? Willst du? Hey, da ist unser Freund wieder. Haben wir ihn wieder eingeholt. Schlimm, hä? Aber ich muss sagen, er ist sehr gut geworden. Der Mod gefällt mir super, der bleibt auf jeden Fall drinne. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, mal mit dem nächsten Auto, mal gucken, was kommt. Auf jeden Fall, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Ich werde hier noch ein bisschen rumfahren. Und von mir aus könnt ihr dann auch dabei sein. Ab jetzt werde ich meine Schnauze halten. Huh.